In dieser Tutorial-Serie möchte ich in Adobe Illustrator dieses Polygon mit Ihnen nachbauen. Die Idee habe ich von Nathaniel Dodson und Sie werden einige neue Funktionen in Adobe Illustrator kennenlernen oder vertiefen, je nachdem, wie weit Sie sind. Also, wir starten direkt. Wir machen ein neues Illustrator-Dokument. Ich mache das mal 2000 auf 2000 Pixel. Wichtig ist, dass Sie RGB-Farbe einstellen, sonst geht es nicht in diesem Tutorial. Und stellen Sie doch die Rastereffekte auf hoch 300 ppi, dass Sie es auch gut ausdrucken können. Ich erstelle das mal. Und jetzt haben wir dieses Dokument. Ich gehe hier auf das Rechteckwerkzeug und klicke einfach hier. Und jetzt mache ich genau gleich groß, wie mein Dokument ist, also 2000 auf 2000 Pixel, eine Fläche. Ich bestätige das mit OK. Und ich sage, Linie möchte ich keine. Und die Füllung möchte ich zum Beispiel in einem hellen Gelb. Sie können auch ein Grau nehmen, was Ihnen besser gefällt. Dann sage ich hier oben beim Ausrichten, ich möchte das in die Mitte und das auch so in die Mitte, dass das einfach in einen Hintergrund ergibt. Jetzt gehe ich auf die Ebenen, mache hier in dieser Ebene einen Doppelklick, dass ich sie beschriften kann, benenne die in Hintergrund um und schließe sie direkt, dass ich das nicht mehr verschieben kann, nicht mehr ändern kann. Dann gehe ich hier nach unten und erstelle eine neue Ebene, auf der wir arbeiten können. Sie können die natürlich so lassen oder ich würde die auch in Polygon umbenennen, dass wir das ungefähr gleich haben. So, jetzt haben wir eine Hintergrundebene erstellt, wir haben eine neue Ebene erstellt, auf der wir arbeiten können. Jetzt gibt es einen zweiten wichtigen Tipp oder Trick, sonst geht es nicht. Sie müssen unter Ansicht und hier muss jetzt unbedingt am Punkt ausrichten ausgewählt sein und ebenfalls intelligente Hilfslinie. Dort muss es so ein Häkchen haben an diesen beiden Punkten, sonst können Sie das Tutorial nicht ausführen. Gut. Als nächstes erstellen wir ein Polygon. Ich gehe hier auf das Polygon-Werkzeug, ich klicke und ich mache ein Polygon mit der Größe von 200 Pixeln und ich möchte ein neunseitiges Polygon. Ich bestätige das mit OK, das ist jetzt auf dieser Polygon-Ebene und ich fülle das mal mit einem Blau. Sie können auch da eine andere Farbe nehmen, die Farben machen wir sowieso in einem zweiten Schritt, dass das geht. So. Jetzt sehen Sie, ich habe hier oben jetzt einen Pfeil und hier unten habe ich die gerade Seite. Das möchte ich noch ändern. Für das gehe ich in das Eigenschaften-Panel und dort können Sie es mit diesem Pfeil flippen. Jetzt ist die gerade Seite oben. So, für das nächste verkleinere ich mir meine Seite ein bisschen. Und jetzt gehe ich auf das Linienwerkzeug. Und ich ziehe jetzt eine senkrechte Linie über das Blatt und eine waagrechte Linie über das Blatt. Ich gehe auf den schwarzen Pfeil, markiere mir diese beiden Sachen und sage mir hier, die Linie, diese beiden Linien, die ist grün. Okay, jetzt habe ich hier zwei grüne Linien. Jetzt haben wir eigentlich drei Sachen erstellt, diese beiden Linien und das Polygon. Mit Command und A kann ich alles markieren. Jetzt kann ich wieder hier oben oder im Eigenschaften-Panel kann ich sagen Mitte, Mitte. Und alles ist jetzt auf der Mitte ausgerichtet. Alles, das ist jetzt die Frage, weil wir müssen jetzt noch etwas korrigieren. Ich zoome mal hier hinein und die Linien sind jetzt sicher in der Mitte, aber wenn Sie das Polygon anklicken, sehen Sie hier diesen roten Punkt. Und das müssen wir jetzt manuell noch nach unten schieben, dass der genau in der Mitte ist. Das ist ganz wichtig. So haben wir mal den ersten Schritt. Wir haben einen Hintergrund erstellt, wir haben ein Polygon erstellt, das haben wir geflippt, wir haben die Linien und das Polygon in die Mitte gestellt und dann das Polygon noch manuell in die Mitte korrigiert.
Das wäre mal der erste Teil des Tutorials.